Was ist keine Gentechnik? Konventionelle Züchtung. Was ist konventionelle Züchtung? Worin besteht eigentlich der Unterschied zur Gentechnik? Hat der Mensch nicht schon immer Nahrungspflanzen und Nutztiere durch Züchtung verändert? Das ist richtig. Seit Jahrtausenden werden Eigenschaften von Nahrungspflanzen und Nutztieren durch Züchtung verändert. Dabei werden die Mechanismen und Ergebnisse der Evolution genutzt. Aus der gesamten Bandbreite der biologischen Vielfalt werden die geeigneten Pflanzen und Tiere ausgewählt. Bei der Züchtung werden Pflanzen, Tiere oder deren Zellen immer als Ganzes genutzt. Insbesondere durch weitere Kreuzung und Selektion entstehen neue Varianten. Dabei werden auch verschiedene Tricks angewandt. Um Mutationen auszulösen und die Vielfalt zu erhöhen, werden Pflanzen beispielsweise mit chemischen Stoffen in Kontakt gebracht. Diese Verfahren werden unter anderem in der Getreidezucht angewandt. Nur in wenigen Fällen bei nah verwandten Arten, bei denen es auch in der Natur zu einem Genaustausch kommen könnte, können mittels Züchtung sogar Artgrenzen überschritten werden. Ein Beispiel für die Vielfalt der Züchtung? Die unterschiedlichen Kohlarten sind ohne Gentechnik durch spontane Mutationen sowie Auswahl und weitere Kreuzung entstanden. Bei der konventionellen Züchtung werden also die Vorgänge der Evolution sozusagen beschleunigt. Auf diese Weise führen die Verfahren zu einer beeindruckenden Vielfalt. Die natürlichen Mechanismen von Vererbung und Genregulation werden dabei aber nicht umgangen. Mittels Züchtung können den Pflanzen keine neuen Eigenschaften aufgezwungen werden. Und es wird nicht direkt auf der Ebene des Erbgutes eingegriffen. In den anderen beiden Clips der Serie Was ist Gentechnik? Erklären wir auch die bisherige und die neue Gentechnik.